Ich bin Sophie und ich bin Producerin und Regisseurin. Also generell ist es bei unseren Videos immer so, dass so ganz viele Leute mitarbeiten und wir auch ganz viel uns selbst überlegen und selbst mitmachen. Und jetzt gab es hier diese Idee mit den Fastfood-Objekten, die so in Übergröße sind, und die wurden jetzt in den letzten 2 Wochen gebaut. Da haben wir auch teilweise mitgebaut und so mit sehr viel Liebe ins Detail die gestaltet und uns ausgedacht. Aber wollen wir denn sowas wie diesen Wasabi-Haufen vielleicht gleich mal wieder rausstellen? Es kommt ganz drauf an, in was für einer Konstellation man quasi arbeitet oder in was für einer Firma auch. Generell macht man die Finanzierung, also man stellt die Finanzierung auf die Beine und betreut das Budget. Man ist quasi so der Chef der Planung und der Chef des Teams und generell einfach der Organisator der ganzen Geschichte eigentlich. Ich kann an den ganzen Filmhochschulen in Deutschland studieren, was ich eben auch gemacht habe, und dann lernt man es wirklich so von der Pike auf und allumfassend. Also man hat dann auch BWL und Rechnungswesen und so, damit man quasi so für alle Felder, die mit so einer Filmproduktion zusammenhängen, irgendwie so grundgewappnet ist. Also man muss auf jeden Fall stressresistent sein. Ich glaube, es ist gut, wenn man einfach von Natur aus jemand ist, der so einen Überblick hat und dem organisatorische Sachen liegen. Man muss irgendwie auch empathisch sein und so ein bisschen so die Fähigkeit haben, auch so Leute zu koordinieren und ein Team zu führen. Der spannendste Tag war schon, als wir dieses Slow-Motion-Video gedreht haben. Da haben vorher ganz viele Leute nicht so dran geglaubt, dass man das so machen kann. Und wir haben das dann einfach gemacht und da hat auch irgendwie so jeder mitgeholfen. Und dann hatten wir da diesen Aufbau und haben das in, ich glaube, es waren 10 oder 11 Sekunden gedreht und haben uns dann dieses Replay angeguckt mit 30 Leuten und dann irgendwie darauf gewartet, dass der Typ, der in den Pool springt, auch wirklich noch im Pool landet und so. Und da standen wir dann alle vor und haben irgendwie so mitgekreischt und das war so ein toller Moment, weil man so gemerkt hat, es hat funktioniert und alles passt jetzt irgendwie so zusammen. Das ist nice, das ist nice. Und was ist sonst noch so passiert? Was Spaß macht, ist, dass man irgendwie so die ganzen Teile zusammensetzt und wenn man gut arbeitet, halt alles funktioniert und man eigentlich derjenige ist, der die ganze Sache reibungslos gestalten kann. Es ist auf jeden Fall ein super großes Thema und auch bei uns an der Filmuniversität ein Riesenthema. Und ich glaube, es gibt einfach jetzt so in der jungen Generation von Filmemachern einfach Leute, die da auch als Konsumenten viel mehr drin sind als so die ältere Generation. Und man einfach auch bei der Stoffentwicklung viel mehr jetzt in so neuen Formaten, Serienformaten und so denkt.